und auch schon nächste Woche wieder losgeht. Und wir wissen ja auch, wie die Temperaturen abseits, ja, klares Abseits da an der Stelle. Und dementsprechend, ja, man sieht es jetzt auch hier ein bisschen, obwohl man auch sagen muss, das Greenkeeping hat hier wieder alles gegeben, um gute Bedingungen zu schaffen. Sinnvoll. Und jetzt sehen wir Schuto direkt rüber zu Rote. Der wird jetzt reinflanken. Da einfach. Da wäre Luis Holtby Luis Holtby. gewesen. Ja, gut, jetzt. Aber der hat ja nun auch zuletzt mal wieder getroffen. Schön dazwischen gegangen. Finn Porat jetzt auf Schuto. Ah, direkt den Abschluss gesucht. Sehr schön. Ich meine, dafür, ne, das ist das, was der Stürmer machen muss. Also von daher, Schnelle Drehung. ja, großen Umbruch dort durchgeführt haben. Was gab es nicht dort für Kritik, für Sorgen, auch verständliche Sorgen in vielen, sag ich mal, einschlägigen. Er hat von Marvin Schulz an der Stelle. Halsenberg, aber Skripski, Skripski mit dem Winter guten mit. Ah, Gegenpressing. Schuto, ja. So, da sieht man mal die Schnelligkeit bei ihm. Leopold, aber Zieler ist da vor. Das war gut gemacht von beiden. Da geht der Ball an Freund und Feind vorbei. Schuto jetzt einmal Drehung. Jawohl! Das war dann zumindest mal so wie man sich das vorstellt. Wobei ich wollte gerade ansetzen und sagen, da hatten wir aber Glück, dass der eine Ball wirklich durch alle durchgegangen ist. Dann bekommt ihn, ich meine, Finn Porat unglücklich direkt ins Gesicht. Und dann flippert der Ball zu Schuto. Ja, also das wird bei uns ein bisschen davon abhängen, wie gleich so ein bisschen auch die individuelle Belastungssteuerung aussieht, muss man ja auch sehen. Man sieht ja einige Spieler bei uns auch. Und Das CB ist Ernst geht da gut dazwischen. der. Jetzt Ups. wieder Maschino da. Und kleiner Ringkampf Ah, ich glaube. zwischen Seymouroya und wer war es von euch? Den in der zweiten Bundesliga, die durchaus solche Rasenflächen anbieten. Der weite Einwurf, aber da kann Seymour ja jetzt klären, allerdings auf Kosten. Einzuschränken, aber das sehe ich hier in keinster Weise Risiko eingegangen wird für den anstehenden Rückrundenstart. Und damit haben wir Einwurf, weiter Einwurf von Schuto. Das sind natürlich da auch Flanken. Es ging ja Richtung 5 Meter Raum und Schuto, schön Timo Becker jetzt mitgenommen. Der kommt nicht mehr ran. Gut abgelaufen da. Schuto Maschino rausgegangen, kann das sein? Ja.